Herzlich willkommen zum Legion TD2. Season 4 hat begonnen, Leute. Da können wir direkt einmal hier durchlesen. Erstmal sehen wir direkt hier Shrine, ne? Neue Tier 3 Unit, hammermäßig. Ich mach mal die Maus wirklich störtlos. So, wir haben viel Gelaber. Es kommt bald eine Free-to-Play-Woche für die Leute, die noch kein Legion haben. Hammergeil. Checkt auf jeden Fall den Blog von den dreien hier unten aus, ne? Forward, Deutscher Hawk und Jitsuk. Dann kommen wir zu Season 4. Es gibt einen Soft Reset, das heißt, ihr werdet nicht komplett auf 1200 oder 1300 Elo zurückgesetzt, sondern wenn ihr über 1450 Ratings wart, werdet ihr höher eingesetzt, als ihr vorher wart. Das ist einfach nur dazu da, damit man nicht gegen zu hohe Leute spielt, weil wenn jetzt die Challenger wieder auf 1200 runtergesetzt würden, dann kannst du die ersten Wochen hier nicht spielen. So. Patch Notes, Public Test Realm wurde released. Wie man da joint, Link in der Beschreibung, klickt da drauf, wird alles erklärt, gehe ich jetzt nicht durch. Da ist die Shrine Tier, also die Musik ist aber auch immer nach dem Bass Drop, ne? Naja, der Infiltrator ist die Tier 3 von den Shrines, kostet 80 Gold, hat eine Swift, ist Swift Armor, hat 800 Leben, macht Magic Damage. Hat eine Attack Speed von 0,9, ganz okay. Ist Melee, ist wichtig. Und ihr könnt ihm ein bisschen quasi boosten, wie der Peewee. Nur, dass ihr für 1 Gold ihm Shuriken gibt. Und den hat er dann nur auf der nächsten Wave. Das könnt ihr bis zu 5 Mal machen. Also, ihr könnt ihm 5 Shuriken geben, für 5 Gold quasi. Und dann am Anfang der Wave schmeißt er die dann einfach so auf Einheiten drauf. Und jeder Shuriken macht hier bei ihm hier 40 Damage. Und hat eine Range von 500. Bam. So sieht das Daily out. Hübsch, ne? Ein bisschen wie Sasuke oder wie Zuko aus Avatar. Hammer geil. Das ist die ausgebaute Variante. Die Orchidee. Eine stumme Blume. Quasi. Kostet 200 Gold. Ausbaukosten. Hat 2740 Leben. Ist immer noch Swift. Auch macht auch Magic Damage. 0,9 Attack Speed. Standard irgendwie. Und wir haben hier. Ihr könnt für 4 Gold sie boosten für die nächste Wave. Da kriegt sie dann für die 4 Gold bekommt sie 3 Shurikens und die machen auch 40 Damage und haben eine 500er Range. Aber die Shurikens. Warte. Genau, und die Shurikens fliegen halt doppelt so schnell. Also, jeder Shuriken zählt doppelt und sie greift schneller an, ne? Mit den Shurikens. Du kannst ihr maximal 15 geben. Hammermäßig. Kannst du ordentlich Gold reinstecken in das Viech. Dann haben wir die neuen Legion Spells, der Creditor. Du bekommst einfach, wenn du, angenommen, seit Wave 10 und du hast dann so von Wave 9 ein bisschen was angespart, hast du 1000 Gold in die Tasche und baust nichts, bist dann so auf 1100 Value, liegst vielleicht, aber wenn du den Creditor gehst, dann bekommst du, warte, of your unspent gold at the start of the next 3 waves. Ach so. Das wäre natürlich ziemlich blöd, wenn ihr da auf 9 gesaved hättet. Egal. Auf jeden Fall bekommt ihr 40% von dem Gold, was ihr gespart habt, nochmal oben drauf. Ne? Quasi so ein kleines Max-Income-Junge. Und dann haben wir das Embargo. Das Embargo sagt, du kannst keine Mercenaries kaufen, bis Wave 12 gekommen ist. Das heißt, du kannst spätestens erst auf Wave 13 schicken. Und dann bekommst du plus 80 Gold und plus 80 Mithium. Quasi so eine Art Venture, nur halt mit Mythium. Und wenn ihr Mercenaries während 11 und 12 kauft, bekommt ihr das Mythium einfach wieder und werden verschwinden. Und wenn ihr King Upgrades auf Wave 11 gegangen seid, könnt ihr Embargo nicht mehr auswählen. Rap. Dann neuer Spell, finde ich ja ziemlich sick die Idee. Guardian Angel, Gives a Fighter Buff, ne? Guardian Angel kennt man vielleicht, ne? Belebt eine Einheit wieder, sobald sie gestorben ist. 2500 Leben. Da kann man schon einiges mit machen. So eine Hydra, die einfach respawnt. Also, das stellt mir. Ist halt die Frage, wie das mit der Hydra laufen würde, ne? Eine Hydra hat 2700 Leben. Die würde dann mit 2500 respawnen. Ist ja das die Sache, wenn die das erste Mal stirbt, splittet sie sich dann in Hydrelinge und wird revived. Das heißt, du kriegst aus einer Hydra. Oh, Entschuldigung, aus einer Hydra 6 Hydralings oder die respawnt und die Hydralinge spawnen. Das müssen wir nochmal ausprobieren, vielleicht kriege ich das heute mal hin. Dann haben wir den Pawnshop.
den könnt ihr auswählen und dann verkauft ihr einfach eure Einheiten immer für 80% vom Gold. Also falls ihr Dickwart verkaufen wollt, ist das der neue Go-To-Spell. Ihr kriegt auch noch 50 Gold oben drauf. Hammergeil. Es gibt einen neuen Legion Rank. Legend Rank ab 2800 Elo, ne? Werde ich nie erreichen. Schade. Schöner Rahmen gibt's auch dazu. Dann kommen wir zu den Gameplay Changes. Gameplay Changes sieht man gerne. Mastermind. Mastermind wurde komplett überarbeitet. Es gibt, hier sieht man schon, Reroll. Ihr bekommt am Anfang immer noch 10 Einheiten zur Auswahl. Das Bonus-Income wurde entfernt, weil hat keinen Sinn gemacht. Ne? Ihr hattet mit Mastermind den Vorteil, dass ihr unterschiedliche Einheiten zur Auswahl hattet und habt dann dafür auch noch Gold bekommen. Es war so, Die Prep-Time wurde angepasst, weil man sich dachte, die Leute sind jetzt erfahrener, das Spiel muss ein bisschen schneller funktionieren und sind von 90 auf 80 Sekunden, 10 Sekunden Items sparen, ist, finde ich, fair. Ihr könnt jetzt während des Spiels bis zu 5-mal rerollen und bekommt bei jedem Reroll 6 neue Einheiten. So wie ich das verstanden habe, ist das kostenlos, das Rerollen, aber ihr könnt halt im Spiel maximal 5-mal rerollen. Danach, ne, könnt ihr nicht mal rerollen. Genau. Wenn ihr, das ist noch ganz wichtig zu sagen, wenn ihr gerollt habt, könnt ihr keine Einheiten ausbauen. Nee, undo or downgrade. Ihr könnt keine Einheiten wieder zurücksetzen. Also wenn ihr, angenommen, ihr habt jetzt eine Banana Haven ausgebaut und rerollt, dann könnt ihr die nicht rückgängig machen. Also ihr müsst euch vorher überlegen, was ihr macht. Genau, ihr könnt sowohl als Mastermind auch als normale Legion rerollen. Das heißt, ihr könnt am Anfang, wenn Shrine draußen ist, oder ihr könnt am Anfang Element gehen und dann sagt ihr, okay, Element bringt mir auf 14 X, roll ich mal, vielleicht kriege ich einen Arcane Tank. Bam. Und jetzt die Erlösung. Es gibt kein Supply mehr, Jungs. Es gibt kein Supply mehr. Die Zeit der Worker hat begonnen. Ich werde nicht mehr bestraft dafür, wenn ich Worker gehe. Hammergeil. Aber das hat noch eine kleine Auswirkung, werden wir später sehen. So, Mercenaries haben jetzt ein Stock Cap. Vorher habt ihr gesehen, wenn ihr Lizards geschickt habt, konntet ihr zweimal Lizards klicken. Und danach hatten die so einen Cooldown für, ich glaube, 30 Sekunden. Also war schon ziemlich lang. Und jetzt gibt es ein Stock Cap. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr 400 Mythium habt, könnt ihr die bam in die 10 Lizards reinstecken und dann schickt ihr einfach 10 Lizards auf 10. Hammergeil. So, Movement Speed. Alle Einheiten sind jetzt 9% schneller. Yay. Schnelleres Spiel. Kappa. Interface Update. Ja, wird man sehen, ne? Also hier einmal Auszug. Sieht man hübsch. Habt ihr gut gemacht. Ich finde, der Reroll-Button passt nicht so ins Spiel. Der sieht ziemlich komisch aus. Ich finde, das sieht so, Mensch, ärger dich nicht mäßig aus. Aber egal. Ist ja nur meine Meinung. Gameplay Fixes, Bots sind smarter, ja wahrscheinlich. Quality of Life, wird man alles merken. Optimisierung, Balance und Reworks. Full House entfernt macht natürlich Sinn. Wenn es kein Supply mehr gibt, braucht man auch keinen Ausbau vom Supply. Hätte man eigentlich drin lassen können und sagen können, du kannst eine Einheit für 250 Gold gratis platzieren. Das wäre kacke. Das wäre ein ziemlich blöder Spell. Ich habe nichts gesagt. So, Lizard Army gibt jetzt 20 Income mehr. 20 Milchwürmer mehr. Ja. Okay. Danke. Werde ich trotzdem nicht nehmen. Finde ich Spell kacke, so wie er ist. So, Protector. Protector wurde genervt, hatte eine zu hohe Winrate, gibt nur noch 50 Leben. Also nur 50 Leben weniger. Und die Damage Reduction wurde um 1 reduziert. Ja. Reroll. Habt ihr euch auch wahrscheinlich schon gedacht, ne? Wenn man jetzt kostenlos rerollen kann, warum sollte ich dann ein Spell dafür nehmen? Sorcerer und der Magician wurden aufgeteilt. Ihr könnt jetzt nicht mehr Sorcerer auswählen und dann zwischen Mana Rack und Spell Damage aussuchen, sondern ihr müsst jetzt hier diesen auf den Spell Damage Sorcerer warten. Das ist der Sorcerer, ne? Der gibt Spell Damage. Oder den Magician. Und der Magician gibt Mana Rack. So ist das. Dann Vampirismus wurde gebufft. Oh baby. 5 Lifesteal mehr und Spell Vamp. Ist okay, kann man machen. Nehme ich trotzdem. Ich mag am Vampire-Buff nicht, dass die Einheiten Leben verlieren. Ne? Bei so viel Damage Reduction denke ich mir halt, okay, das muss ich auf eine High-Damage-Unit packen, die in der Frontline steht. Das wäre dann im besten Fall ein Doppelganger oder ein Fatalisierer.
Aber beim Fatalisierer ist es halt so, dass er ziemlich viel Leben hat und der verliert halt 5% von seinem Max HP. Das heißt, es lohnt sich eigentlich mehr auf Low HP Units wie Green Devils oder sowas. Naja. Und alle Tier 1 Einheiten wurden angepasst, dass sie jetzt schwächer sind, wie ihr seht hier. Verlieren alle Leben und Schaden. Aus dem einfachen Grund, damit Tier 1 Spam nicht OP wird, weil es gibt ja jetzt kein Supply mehr. Rein theoretisch könntet ihr jetzt Bomb Warrior Only spielen oder Atoms Only und könntet die ganze Map mit Atoms zuklatschen, ohne jemals einen Butler auszubauen müssen. Deswegen wurde alles angepasst, verliert alles im Durchschnitt so 20 bis 30 Leben und alles so 2 bis 3 Damage. Die Pack Rate hat nur 50 Leben verloren, der Damage bleibt gleich. Genauso sieht es aus bei den Spirits und den Mains, die machen trotzdem noch gleich viel Schaden, haben aber deutlich weniger Leben. Den Hellraiser wieder 40 Leben, ne? Hat jetzt schon insgesamt 90 Leben verloren. Ne, ja doch, 90 Leben. So, Angler. Angler kriegt, wird angepasst, hat weniger Range, heißt wird früher gefokust, aber kriegt dafür mehr Leben. Heißt, ihr könnt jetzt sogar einen Triple Angler Start machen und haltet, glaube ich, jetzt sogar die Snail. Weil 20 Leben mehr ist, glaube ich, dann 2 Autotext von der Snail. Aber egal, werden wir sehen. Bounty Hunter, auch 100 Leben mehr, finde ich okay. Beim Kingpin genauso. Oh, der kriegt sogar 150 Leben mehr. Hammergeil. Aqua Spirits. Warum hat Berlin angepasst? Damage reduziert, Attack Speed gebufft. Der Water Bounce ist jetzt 100% Bounce Damage. Die Bounce Range auf 400. Und die Bounce Speed ist schneller. Das ist geil. Also die machen jetzt statt 30 plus 15 Schaden, machen die 2x24. Das ist sogar ein Buff. 45. Machen jetzt 48. Für 3 Damage mehr. Wow. Ah, die Bounce Rate ist höher. Yay. Das Fire Element hat weniger Schaden, aber die Combustion stackt nun? Ihr könnt jetzt Fire Element stacken? Und der Bounce dreimal. Also auf die erste eine, die er angreift, dann auf die nächste und dann nochmal. Oh mein Gott. Hammergeil. Rockwave. Würde ich vielleicht jetzt auch noch 2 setzen, also ne, wegen, weil stackt jetzt nicht, aber ihr könnt halt Rockwave, 2 Rockwaves und 3 Fire-Elements setzen, das funktioniert, weil der Buff stackt. Hammergeil. Gargoyles angepasst, finde ich vollkommen in Ordnung, die Green Devils sind stark genug mit den 16% Damage Reduction. Der Ranger hat mehr Schaden, Mark Target Removed. Hä? Ach so, weil man die Eno gegen Bosse gesetzt hat, sagt man jetzt, okay, die macht jetzt nicht mehr Bonus-Schaden, also für alle Einheiten, also das Mark-Target war ja die greifende Einheit an, dann wird die Einheit markiert und jede Einheit, die angreift, macht einen Schaden mehr pro Stack. Und jetzt wird das reduziert und sagt, ihr braucht nur noch einen Ranger und eine Daphne. Ja, geil. Und das heißt, ihr setzt eine Daphne und einen Ranger und dann habt ihr den kompletten Buff. Hammergeil. Precision Accuracy. Ja, das heißt, ihr macht dann 75% Bonusschaden am King. Gegen 10, supergeil. Bazooka, 30 Leben weniger. Es sind alles so Mini-Anpassungen, ne? Oh mein Gott. Gott, Harpy und Sky Queen sind schlechter, weil sie sich jetzt nun schneller bewegen. Und weil sie sich schneller bewegen, bekommen sie weniger Mana. Warum bekommen sie weniger Mana? Ich dachte, sie bekommen Mana dafür, wie weit sie fliegen. Das ist ja dumm. Das ist abhängig davon, wie lange sie sich bewegen. Das heißt, eigentlich macht es Sinn, die zu blocken. Das wusste ich nicht. Ich dachte, das hängt davon ab, wie weit die fliegen. Das ist ja dumm. Ändert das mal bitte. Das ist ja, hä? Also, warte kurz. Okay, alles klar, ich hab's verstanden. Sky Queens bekommen Mana über eine bestimmte Zeit, festgelegter Wert, solange sie sich bewegen. Das heißt, umso schneller sie sind, umso weniger Mana bekommen sie. Rest in my pepperonis. So, Spirit Offering. Ja. Oh mein Gott, Kosten erhöht. Bekommen aber mehr Leben.
Der Damage geht auch ordentlich hoch, aber der Devourer-Buff ist nur 1%. It's too easy to quickly max out Nekomata early game, which wasn't intended. Wie, das war nicht Absicht, Bruder. Kannst du nicht sagen. Aber kannst du trotzdem noch machen, oder? Kostet 30 mal 7. Jerome, kann ich rechnen. 210. 60 plus 210. Hä, hast du die auf 2 trotzdem maxed? Aber hast nur 3 Worker. Kommst trotzdem auf 5 und hältst hier wahrscheinlich trotzdem jetzt noch besser, weil du mehr Leben hast, ne? Ah, werden wir sehen. Attack Speed, Nerf, Health, Nerf, ja, Deep Color, ne? Alles. Wurde jetzt alles, jede Einheit angefasst? Die haben wirklich jede Einheit angefasst. Oh mein Gott, ich kann jetzt nicht durch jede einzelne Einheit hier durchgehen. Das ist vielleicht nur mal ganz interessant. Der Lifesteal Buff wurde verbessert und der Spell Wimp, auch geil. Honeyflower, Death Grip haben mehr Leben, ja. Mehr Attack Speed für MPS, APS, geil. Desert Pilgrim Bug, ja, kennen wir, haben sehr viele. Oh, Azir hat weniger Mana-Kosten. Mana Burst von 12 auf 9. Mana-Regeneration auf 40% hoch. Das ist geil. Antler weniger Leben. Der Doppelganger kriegt mehr Attack Speed, das ist nett. Sandbatcher, höhere Schaden, Iris. Ach, die Tier 6 Units werden jetzt alle gebufft, okay. Der Hades hat jetzt braucht jetzt mehr Mana und er kann, ach so, er startet mit 50 Mana und ein M kostet ihn 20 Mana. Das ist interessant. Der Undead Dragon wird gebufft. Okay, Hades sind immer noch schlecht. Ja, macht keinen Sinn. Banana Bank 3000 Leben, Banana Haven 100 Leben mehr. Also es kriegt jetzt alles hier ein bisschen einen Buff, ne? Sie kriegen mehr Leben, weil sie jetzt weniger Schaden machen. Macht keinen Sinn. Warum passt sie die nicht? Also, ne? Macht keinen Sinn. Verpasst sie doch einfach so an, dass sie dann genau denselben Schaden machen wie zuvor. Er wollte ja nicht nerven. Egal. Also, ne? Great Boar und Red Eyes sind jetzt eher Tanks, als dass sie diesen krassen Impact Damage da reinhauen. Die Giant Snail. Oh, dicker Nerf. Ihr könnt, stimmt, man kann die Snails jetzt spammen. Das heißt, ihr könnt saven auf 200 Mythium, geht auf Giant Snail und ballert dem Gegner einfach die Hütte voll mit Giant Snails. Stellt euch mal vor, ihr kriegt einfach auf Wave 11 10 Giant Snails und Dino. Da denkt ihr so, ja gut, gehe ich nach Hause? Ich krieg keinen für die. Okay, das macht Sinn. Mercenaries werden jetzt alle angepasst. Die Brute kriegt mehr Leben, mehr Schaden. Aber der Attack Speed Slow wird genervt. Ja, less Counter bei Units, man macht Sinn. Die Range von der Hexe geht hoch. Frogo Range geht auch hoch. Mana Kosten vom Frogo sind auf 30. Und vom Advanced Necromancy bekommt sie 3 Mana. Stittle. Mana Region Stittle 1. Haben wir verstanden. Die Mercenaries werden alle gebufft, bekommen alle ein bisschen Schaden dazu, der Kraken, alles gut. Die Waves verlieren alle ein bisschen an Attack Speed, nehme ich an. Verlieren alle ein bisschen an Attack Speed. Ne, werden sogar ankriegen, mehr Attack, die kriegen mehr Attack Speed. Ne, die Hoppers werden genervt und der Rest. Interessant. Blob, warte mal. Die Sludges haben mehr Leben, höheren Schaden, sind jetzt aber 2 Einheiten weniger. Wenn sie sterben, kommen Blobs. Und ein Blob hat 140 Leben und hat 8 DPS. Und gibt nur 2 Gold. Oh oh. Haben die 7 kaputt gemacht? Ich glaube schon. Warte mal. Vorher 520 mal 12. Und jetzt 560 mal 10. Aber dann jeder Sludge, 10 nochmal 140, das sind 1400, 560, 7000 Leben. 7000 Leben sind das. Und vorher waren es weniger. 1040, 6080. Die haben jetzt, oh, das ist gefährlich, die haben jetzt mehr Schaden, mehr Leben, höheren DPS. Okay. Ja, wird man sehen.
Oh, Deflection hatten. Das ist schön, dass sie es gemacht haben. Ich dachte, die haben jetzt die Deflection bei den Carapaces jetzt auch noch removed, weil sie dachten, keiner weiß, dass die Reflection haben, dann werden wir sie mal rausnehmen. Nee, nee. Aber hier ist es jetzt so, dass die einen Visual Effekt dafür eingebaut haben, dass man sieht, dass die Damage reflekten. Also, ne, abwehren. Grant Daddy, höheres Attack Speed, weniger Schaden. Gefährlich. Der klatscht jetzt halt richtig rein, ne? Den Bomb Warrior klatscht er jetzt halt innerhalb von einer Sekunde weg. Der andere hat länger gebraucht. Naja, Attack Speed, Quill Shooter, alles. Attack Speed hier, alle höher. Sind gefährlicher geworden, alle Waves. Oh, und ein Poison Tip Toll ist jetzt. Also die Wave 18 gegen Unit Spam ist jetzt richtig krass, weil die jedes Mal, wenn sie was. Beim ersten Hieb, die sie angegriffen haben, sie den Bonusschaden. Und wenn sie was töten, bekommen sie den zurück. Genauso wie beim Ogre, ne? Wenn der Ogre mit seinem Spell was tötet, bekommt er direkt den Spell nochmal und klatscht dann nochmal drauf. Also, Ogre und Wave 18 absolut fatal gegen Unit Spam. Wave 19 haben jetzt eine neue Fähigkeit und können bis zu 13 gleichzeitig angreifen. Heißt Damage Nerf, höheres Attack Speed und sie greifen nun mehrere Einheiten an. Also, später wird's. Und sie haben den Instable Hunger wieder aufgepackt. Und er heilt sich für jede Einheit, die er killt. Und er bekommt jedes Mal einen Schaden dazu. Krass. Heavily disliked. Next Stuff Post. Ja, ne? Das waren die Patch Notes und wir sehen uns gleich in-game. Bis dahin. Hallo, da sind wir. In-game. So, aus den Einheiten dürfen wir uns jetzt aussuchen, was wir haben wollen. In dem Fall würde ich dann für Early-Game gehen. Mit Tempest und den Schneckchen. Ja, sieht doch gut aus. Gehen wir in Antler-Start. Hier schön weit vorne, ne? Ja, schöner Antler. Und ein Worker. Ah, genau. Oh, und King Upgrades, können wir hier trotzdem noch gehen. Was haben wir denn für Spells? Haben wir neue Spells? Creditor. Gain 30% of your unspent gold at the start of the next 3 waves. Warte mal, ich krieg über die nächsten 3 Waves jedes Mal 40% von meinem gesparten Geld. Das probieren wir zu abusen. Ich gebe auf Wave 10, auf 11 kein Geld aus. Oder ich baue gegen 12 und 11. Und gehe dann Creditor und spare mir mein Money. 40% Bonus auf das, was ich habe, klingt ja erstmal ziemlich sexy, ne? Sex on me? Kein 20er Cent. Gehe ich trotzdem in den Worker. Kenne ich nichts. Da liegt der Pyro-Start. Oh, immer diese Leute, die einen anschreiben müssen. Bitte nicht stören. Gleich. Meine Fresse. So, gehen wir den Worker. Der Entler hat die 2 noch so. Ziemlich safe. Da gehe ich lieber den vierten Worker. Oh, das ist so angenehm, hier nicht mehr Supply sehen zu müssen, ne? Oh, ich bin begeistert. Da ist jemand für den 140er. Ja, die Polywox wurden genervt, ne? Die 5 Leben weniger, die, 10, 20 Leben, keine Ahnung. Leben weniger, kriegt man zu spüren. Entler wurde ja auch genervt, hat weniger Leben. Wäre natürlich lustig, wenn ich jetzt deswegen die Snail noch schaffe. Nee. Ja, 28 Moneys. Wenn er jetzt die Dragon Turtle schickt, dann Ehre. Dann werde ich das nicht halten. Geh schon mal King Upgrade. Gibt doch noch volles Income, ne? Nicht, dass ich da was verpasst habe. Und die Mercenaries sehen jetzt hübsch aus. Die haben keinen Cooldown mehr. Wurden die angepasst? Die sehen hübscher aus, oder? Er safe weiter. Mit Ehre, Bruder. Und die gehen Exec und der kommt natürlich durch, weil der Palo die 3 auch noch hat. Naja. Ah, das heißt, die haben keine Worker. Aha. Nelson hat keine Worker. So, Tempest hat eine höhere DPS als eine. Hab hier. 18. 33 plus 24. Ja. Tempest ist deutlich crazier. On the way. Und die Snail schicke ich, wenn ich kann. Das geht noch? Ja, sehr geil.
Hier sind die Polywogs natürlich ziemlich krass mit der Swift Armor. So, und eine HP schaffen wir auch noch. Ich sehe meine Value nicht mehr, ne? Das habt ihr verkackt, Jungs. Das sehe ich nur, wenn ich Tab drücke. Ich hätte gern wieder meine Value-Anzeige. Ach, die ist jetzt da. Bäh. Bäh, das ist ja, lustig. Danke für die Anpassung. Freue ich mich. Nicht. 40er Cent jetzt, ja, da geben wir zwei Worker. Und dann sollten wir mit dem Income schön noch eine Harpie schaffen. Haut aufs Exec drauf, das Exec muss sterben, Jungs. Schon ganz schön low, ne? Ah, ne. Der überlebt das. Schade. Ich kann kein Worker mehr gehen, ne? Sonst schaffe ich die Harpie nicht. Ich bin auf 325 Value. Liegt hier wer? Naja, gehe ich lieber, oder? Nee, dann gehe ich auf 5 lieber eine Sky Queen. Die schaffe ich so. Bleibe ich halt nur auf 5 Worker. Kann ich mitleben. Forgotten Alice, gut dabei, gute Value. Ach, sie geht für die Tempest Polywogs Army. Double Snail, Junge. Ah, die haben jetzt die Hybrid, die werden jetzt Worker pushen. Ein Save nebenbei auch noch. Haben die Masken ausgebaut? Six on me und Nelson. Ja, die sind jetzt ordentlich Worker gegangen. Deswegen sind die gerade da ganz unten. Aber die werden jetzt, nachdem die einmal geschickt haben, werden die ordentlich zurückkommen. 172 Gold reicht für die Sky Queen. Aber da sich Einheiten jetzt schneller bewegen, sind Sky Queens gar nicht mehr so geil. 6 Gold nehmen wir mit. Sag mir nicht, da liegt das Chicken noch, ne? Nee. Die machen zwar keinen Schaden, aber sie machen sehr viel von keinen Schaden. Sehr geil. Irgendwann, rein theoretisch kann man anfangs auch alle seine Rerolls rausholen, um hammergeilen Start rauszukriegen, ne? Ich bin jetzt schon auf 525 Value. Nach der Wave könnte ich rein theoretisch noch eine Sky Queen gehen. Frage ist, wie sinnvoll ist das? Oder ich rerolle. Bin ich gespannt, wenn sie jetzt schicken. Ne, die saven auf 6. Unehrenhaft, diese Leute. Da gehe ich, glaube ich, noch für einen zweiten Tempest. Auch wenn der relativ wenig Damage hat. Oder schaffe ich noch eine Sky Queen? Ja, ich schaffe noch eine Sky Queen. Ich schicke die Snail. Und dann gehe ich halt der zweite Sky Queen. Wenn du nicht genug Frontline hast, dann musst du halt für die DPS gehen, ne? Oh, wenn er... Liegt der die Dragon Turtle? Sieht ganz so aus, ne? Oh mein Gott, braucht der lange. Ah, ja. Schaffe ich noch eine Snail. Geil. Oh, der hält das noch. Ha! Der 1 HP Dragon Turtle liegt. Ah, oh, lächerlich. Entschuldigung. Nehme ich die Snail noch mit? Komme ich auf 170. Ich könnte jetzt ein HP verkaufen und für den Leviathan gehen. Werde ich auch machen. Die Leben auf dem Leviathan sind, glaube ich, wichtig. In dem Fall jetzt. Und er hat einen hohen Damage mit dem 100 PS Damage, die so reinballern. Ich mag es nicht, wenn Gegner so lange auf mich saven. Das ist langweilig. 160, ja, gut. Snail Army. Gut, dass ich da den Leviathan gegangen bin.
Der ballert da jetzt mit diesem Spell natürlich ordentlich rein. Aber der Impact Damage ist natürlich jetzt ziemlich krass. Ja. Unehrenhaft. Ohne Ehre, Alter. Das kann man jetzt halt machen, ne? Du kannst jetzt komplett Einheiten rüber spammen. Die keinen Cooldown mehr haben. Nächste Wave kann ich auch nochmal zwei Worker, also das vom Income kann ich auch nochmal zwei Worker geben, weil ich Overvalue bin. Und da kann, rein theoretisch könnte ich jetzt auch 400 Mythium save und ihm 10 Dragon Turtles schicken. Tja. Hätte ich AOE, wären die Snails gerade ziemlich free gewesen, aber... Naja, ich glaube, das hat mir sogar mehr Gold gegeben, als die Rokkos mir gegeben hätten. Ich habe ja quasi alle Snails gehalten. Einmal das hier wegmachen. So, zwei Worker. So, es hat ihnen jetzt auch nicht wirklich viel gebracht. Obwohl sie auch Platz 1 sind. Aber das lag halt nur daran, weil sie so viele Worker gegangen sind und gesaved haben, ne? Ah, ja. Da sparen wir jetzt unser Money auch mal und schicken einfach auf 8 eine Menge Dragon Turtles. Und der schickt den Lizard. Hat er nicht verstanden. Und jetzt wieder halt so 1000 Snails, ne? Ah, ja. Gehen nochmal zwei Worker. Gehen nur einen Worker. Ach ja, da sind jetzt diese Baby-Sludges dabei, Wave. Was für eine Recommended Value hat die? Entschuldigung, ich habe die Recommended Value nicht offen. So, 750 Recommended wäre es gewesen. 1000 Snails sind halt schon fair. Ich glaube, ich rerolle. Ich habe jetzt nichts gegen 8. Ja, ich schicke nochmal den Dragon Turtle und gehe für Reroll. Nekomata, danke. Die bringt mir jetzt auch noch viel. Ah, die können wir jetzt gleich mal austesten. Sea Serpent ist natürlich nicht so geil. Aber wir probieren jetzt mal die Nekomata aus. Und geben der hier so ein paar Stacks. Die ist jetzt schon auf 1540 Leben. Das ist krass. Okay. Ich verstehe nicht, warum man Lizards schickt. Dragon Turtles wären halt dreimal besser. Naja. Ah, ich bin Vorletzter. Weil ich die ganze Zeit geleakt habe. So, gehen wir nochmal zwei Worker. So, warum? Der saved, ne? Der geht auf 9. Ja. Ja, was machen wir denn da? Kingclaw? Schaffen wir nicht. Ocean Templar schaffe ich auch nicht. Bin ich eher unehrenhaft und schicke ihm einen Hermit, ne? Gegner liegen. Er kriegt den Hermit jetzt. Ah. Nee, man muss sich erstmal reinfuchsen in den Patch, ne? Also diese... Ich kann mir vorstellen, dass die gleich richtig hart Spam-Units machen. Und dann bin ich natürlich ziemlich gefickt, weil ich Single-Target-Damage habe. Aber er hat sich von mir definitiv... Ich gehe in Pyro. Und da noch ein Stack. Ich krieg hier den Hermit. Da machen die Masken keinen Schaden mehr. Und Massive Snails, ne? War der Call. Double Hermit? Wir
Chicken zusammen. Da hätte er lieber zwei Dragon Turtles schicken können. So, jetzt muss ich rerollen, weil ich nichts gegen 10 habe. Ranger, hammergeil. Dann gehen wir in den Ranger und eine Daphne, dann haben wir den maximalen Buff. Und können noch einen Nightmare gehen. Ne, Ranger, Daphne, mehr schaffe ich nicht. Schade. Oder machen die... Die machen Bonusschaden an Bossen. Versteht das richtig? Die machen 50% Schaden an Bossen. Nicht die machen Buff drauf und alle machen den Buff drauf. Jetzt schickt er die ganze Zeit Hermit. Und die haben halt nicht geleakt, weil der Double Hermit schickt. Oh. Dann schickst du halt Hermit, meine Fresse. Jetzt kriege ich hier 1000 Snails, pass auf. Ne, die gehen auf 11 und schicken 1000 Snails. Ich glaube, die machen jetzt trotzdem weniger Schaden als vorher. Dass da jetzt halt die ganze Zeit steht, dass sie so viel Schaden machen, ist halt cool. Und das erhöhte Attack Speed ist natürlich auch lustig. Alter, wie die zuklatschen, ne? Mit dem Attack Speed Bonus. Erster League, aber die beiden, die Cross Dudes League nicht. Haben halt genug Hellraiser. Genug Frontline. Ich glaube, ich muss schon wieder rerollen, ne? Weil ich nichts gegen Elf habe. Und ich kann auch nicht Creditor gehen, weil die jetzt Hearts schicken werden. Obwohl, gerade deswegen müsste ich Creditor gehen, ne? Bekomme ich jetzt schon Bonus Gold? Nee, ne? Ein Great Boar, den nehme ich doch. Und zwei Masken. Wird ja kein Hermit schicken, der... Ne? Ist ja netter. Hatten die schon immer so ein fettes Gebiss? Wir schicken auf... Schicken wir auf 11? Es saved und save ich mit. Und ich save jetzt schon seit Jahren. Mein Recommended Value wäre auf 2010. Bin ich aber gespannt, ob die jetzt einfach 1000 Snails schicken. Wenn ja, wären das ziemlich ehrenlos. Ah, am Ende der Wave bekomme ich das Geld. Das ist interessant. So, der Great Boar war gut, der hat jetzt die Snails schon direkt weggemacht. Kann ich jetzt Worker gehen hier? Wave 12 bin ich mit dem Schweinchen gut dabei. Aber die Ranger und die Daphne machen natürlich jetzt ziemlich wenig Damage. Hex ist auch raus. Früher hätten die jetzt, glaube ich, mehr Schaden gemacht, die Ranger Daphne. So. Ich zeige euch das jetzt gleich mal mit den 10 Snails, ne? Auf was saved er? Ich schicke einfach dann, wenn er schickt. Und dann bauen wir jetzt nichts und sagen einfach, wir halten die nächste Wave. Und dann bekommen wir 40% des Goldes, was wir nicht ausgegeben haben, obendrauf. Richtig? Und hoffe einfach, unsere Teammates haben uns mit. Passt schon. Ist natürlich maximal ärgerlich, dass das gerade so lange dauert. Okay, wir schicken auf 13. Ich gebe jetzt kein Gold aus. Und dann bekomme ich 40%. Habe ich doch richtig verstanden, ne? Ich kriege jetzt gleich für 23? Alles okay bei dir?
Der ist, ich glaube, der ist geistig verwirrt, der Dude. So, dann Snails sind Max, ne? Sind jetzt 10 Snails, genau. Schickst du Aura. Ich habe das Safety-Mail bekommen, ist okay, leak ich halt. Und nach Wave 13 bekomme ich. Auf Wave 13 bekomme ich auch nochmal Bonusgold. Ja. Ich schicke eine Safety Mole. Und geht wieder nix. Und dann habe ich krasses Gold on die Tash. Jetzt habe ich 707 Gold und davon kriege ich 40% obendrauf. Ich tue dann einfach mal so, als würde ich halten. Sag ich gerne. Und wie hältst du? Nicht! Ha! Noch Dragon Turtle dazu. Schick doch einfach Dragon Turtles, bitte. Oder Cannoneers. Aber weh, du schickst jetzt noch eine Safety Mall. Natürlich schickt er die Brute auf eine. Auf eine Hydra. Komplett legit, der Typ. Jetzt sind wir auf 1000 Gold. Und er schickt mir Snails, das ist sehr nett. Das Schweinchen rennt das einfach um. Liegt natürlich ein bisschen, ne? Aber. Kommen wir auf 1600 Value. Das heißt, ich kann jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Work again, ja. Ah, die liegen ziemlich hart, deswegen gehe ich einfach mehr. Die Snails waren gut, glaube ich. Ziemlich ärgerlich, dass der Hermit gerade so auf die Schnauze bekommt. Viel Spaß beim Halten. Würde ich sagen. Das wird ein guter, das wird guter Damage. Schick die Mole, schickt er den Hermit. Bitte schick den Hermit. Oh, verlieren die jetzt? Ne, die verlieren nicht. Verlieren wir jetzt? Da ist ein Kraken dabei gewesen, ne? Unser King ist nicht gelevelt. Könnte sein, dass wir das gerade verlieren. Habe ich zu viel geleakt? Nee, würde ich jetzt nicht sagen. Er schickt den Hermit. Oh. Massig Snails. Ein Red Eyes. 380. Die ist jetzt. Die ist satt, würde ich sagen. Können wir noch ein Schweinchen? Für die Tankiness, ne? Spell Resistance gibt es auf der Wave nicht mehr. Und dann nochmal. Mehr Schnecken. Jetzt schickt er. Warum schickst du eine Mole? Der ist doch, der hat doch gesoffen, der Typ. Egal. Schauen wir mal kurz nach. Sieht man die Ratings von den alten, die alten Ratings noch? 1069. Okay, der ist halt. Der ist halt ein bisschen AFK, ne? Gehirntechnisch. Gute Double Mole, würde ich sagen. Und die ist ein bisschen Overvalue gegangen, glaube ich. Ich gehe jetzt nochmal 30. Worker. Ich schicke jetzt nur noch Income, ne? Können mich mal. Ich safe jetzt nicht mehr mit dem. Ist mir jetzt echt zu blöd geworden. Ja, genau. Mach mal. Da ist ein Boss dabei. Ranger machen keinen Sinn. Tja. Und statt einer Daphne gegen 16 schon mal ein Hellraiser. Tankiness haben wir ja.
Komm hier, ich gönn uns noch einen Gargoyle. Dass die jetzt schnell schicken, ist halt ziemlich dumm von denen. Aber meine Schweine rennen die halt einfach um. Hellraiser ist gut auf der 16. Die Schweinchen sind gut auf der 16. Geh ich ein Bild beholen und den Rest gehe ich in den Worker. Habe ich natürlich eine ungerade Anzahl an Worker. Ne? Und jetzt machen die hier Crits. Das ist geil. Kannst du natürlich auf Boss Waves ziemlich undervaluen. Wenn die wirklich so stark sind, wie sie scheinen. Ah, es sind viel zu viele Hellraiser. Wir haben eine richtig gute Value, 6,5k, also schon gut dabei. Ah, ja. Der Leviathan und Delifish wird jetzt natürlich auf den nächsten Waves ziemlich blöd für sie aussehen. Spätestens auf 16, auf 19 meine ich. Warum fielst du noch? Ist okay. Ich feede nicht. Ich spiele das Spiel. So. Ein Schweinchen und dann gehen wir hier. Schön, die Double Worker. Guten Pierce Damage haben wir. Wer feedet? Ich. Angeblich. Ach, King's Max, auch gut. Die werden jetzt Undervalue gegangen sein. Und Worker gegangen sein. Mit den ganzen Pyros. Deswegen gehe ich hier den Hermit. Er schickt mir 100. Das heißt, er hat auf der nächsten Wave weniger. Da gehe ich hier komplett in die Worker. Schaff ja mein Schweinchen auf der nächsten Wave. Haben schon gehalten, ne? Ja. Ah, da kommt eine Menge durch von dem. Ah, das ist dem Pyros halt komplett egal. Aber Wave 20 ist das nicht mehr so egal. Lock and load. Let's go. Kommt da noch was durch von ihm? Er liegt noch, sehr geil. Gut für die Worker. Er braucht noch Jahre. Das Ding hat 4000 Leben. Das wird halt noch halten. Ah, man kann jetzt natürlich Cannoneers Only schicken. Das ist natürlich ziemlich geil, um Karten zu sammeln. Wenn du jetzt unbedingt eine Snail-Karte möchtest, dann kannst du jetzt einfach Snails Only gehen. 10 Snails schicken und denken so, ja, dafür wurde ich geboren, Junge. Naja, das Gold ist jetzt direkt weg, egal. Noch ein Red Eyes. Gehen wir gegen 18 eine Violet. Ne, wir gehen jetzt noch eine Maiden. Ja. Noch ein Cannoneer. Komm. 5 Cannoneers kann man mal machen. Hermit hat er schon. Ich schaffe noch eine Safety Mall. Wenn ich das richtig gesehen habe, müsste ich noch eine Safety Mall schaffen. Sehr geil, Safety Mall ist drin. Die saven. Das heißt, ich gehe jetzt keinen Double Worker. Och Mann. Gegen 18. Poison Tip Toll ist natürlich blöd. Ist keine Boss Wave. Ich könnte Violet Spam gehen. Mach natürlich guten Magic Damage. Und die klären das hier halt einfach weg. Schau dir das an, das ist total dumm. Müssen wir auf Wave 20 warten. Die kriegen halt richtig viel Gold. Pro League. Das ist der Pro League, sag ich hier. Aber jetzt auf 18 wird das richtig schlimm. Und auf 19 und auf 20 wird sie und er halt komplett durchliegen. Wie viel Value bin ich? 4085. Ich bin undervalue? Oh oh.
ja. Der arme Dildo. Noch ein Pyro. Noch ein Double Worker. Let's go. 1200% hoffentlich. Snails und Drain Turtles haben mal geil. Alles direkt weg. Alles sind Worker, was wir hier kriegen. Und Hexen. Hexen massig, das ist nicht so nett. Hexen schickt man nicht. Hexen sind ehrenlos. Ich glaube, die wollen gewinnen. Ja, interessantes Spiel. Wir liegen alle. Dann ist das GG. Oder hält er? Hält Alice? Nee, Alice hält natürlich nicht. Hält niemand. GG. GG. Naja, GG in Klammern, ne? Was haben wir für ein Spell? Lightning Bolt. Das ist total egal bei so vielen Fröschen. Gut. Gutes Game, um die Saison einzuleiten, ne? Würde ich sagen. Brauchen wir jetzt auch nicht tief in die Stats reingucken. AOE ist OP. Wenn du nicht AOE gehst, kriegst du die Snails des Todes. Gegen AOE kannst du nichts machen, weil Safety Mole Hermit stackt nicht. Ja. Gutes Game. Bis zum nächsten Mal.